Ja, da sind wir wohl. Ich muss auch auf die richtige Taste drücken. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deus Ex Mankind Divided mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir müssen dahin. Ich gehe nicht, ich nehme den richtigen Gang. Keine Panik. Kann ich hier mal reingucken? Hi. Ich bin auch ein Mensch! Goldenen Jahre. Haltet euch von ihm fern. Alle machen das. Warum ich nicht? Wir hatten schon genug Ärger. Du kannst gleich noch mehr haben. Ich habe gar nichts gemacht, ich bin hier bloß lang gegangen. Ach, hier muss ich hin. Ins Hauptquartier. Ich soll mir auch noch meine Medizin holen, da könnte ich Informationen für kriegen. Meine Güte. Warten. Qualm nicht so viel, ist nicht gesund. Guck mich an. Ich habe früher Ketten geraucht. Ich habe den Flüsterchip-Mitschnitt entschlüsselt. Pures Gold, Mann. Das musst du hören. Ich bin gerade beschäftigt. Sag mir, wo du bist, dann komme ich, sobald ich kann. Im Davni-Viertel gibt's eine alte Limb-Klinik. Geschlossen, da ist keiner mehr. Dort findest du mich. Ah, eine neue Aufgabe. Da unten, seht ihr? Da muss ich hin. Die beiden haben wir dann noch. Ich habe übrigens mal geschaut, wie das ist mit dem Verkaufen und mit dem Tunen der Figur. Das geht auch. Und zwar genau hier. Hier die beiden noch. Und dann schaltet man das Menü größer, glaube ich. Aber da brauchen wir Praxis. Das kann man irgendwo beim Händler kaufen. Nein, da wollen wir nicht hin. Warum ruckelt das hier? Oh, guckt euch das mal an. Was ist das hier? Wo geht's denn hier hin? Nach Ruckelhausen. Ah, Verhörzelle. Oh. Wie geht's in den Knast vor? Versteh einer, warum das hier wegen dem Licht? Der Lichteffekt? Wie viele Grafikkarten muss ich denn da einbauen? Ich habe zwei drin. Reicht das nicht? Hier kann ich auch rein. Was ist das? Naja, weiß nicht, ob ich den jetzt hacken muss. Ah, ich hab's wieder getan. Der kürzeste Weg, ja. Ich kann's ja mal probieren. Aber ich verschwende nichts. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff verweigert. Ja. Ich werde hier aber keine Ressourcen verschwenden. Außerdem ist dieser Raum macht mich krank hier. Kommen wir hier wieder. Oh. Alles wieder beschleunigt. Nee, hier nicht. Hier waren wir. Ich hab mich verlaufen. Ich müsste mal dichter ans Mikrofon. Eben dachte ich schon hier. Ist alles gut. Terroristen, Konzerne, eine feindliche Regierung. Da muss ich auch noch hin. Alles nur werfbar. Nicht viele Anhaltspunkte. Ja. Hi. Habt ihr ein paar Credits, die ihr nicht braucht? Diese zum Beispiel. Warten. Ich brauche sofort ihren Namen. Warum? Ich lasse ein paar Schilder drüberlaufen. Vielleicht kriege ich sie dann gerade eine Weile brauchen, um die Opfer zusammenzusetzen. Ich heiße Jensen. Sieht ja hässlich aus. Und wo kommt das Blatt raus? Ich brauche aber lange. Bäh. Was die da wohl für Kopierer hatten. Oh, ich wollte laufen. IT-Support. Hier geht es auch noch hoch. Ja, stimmt. Hier muss ich hin. Gehen wir erstmal hier hin und geben das Ding ab. Vielleicht finde ich ja noch was ich gebrauchen kann.
Ich kann sie werfen. Ja, ich komme gleich zu dir. Ist hier noch ein Credit? Nein, gar nicht. Kryo-Behälter und... Okay. Na, Smiley. Hey, wie läuft's? Haben Sie den Scan? Ja, nö. Ist hier. Oh, Sie sind mein Retter, Adam. Miller war extrem schlecht gelaunt, als er ging. Ich will ihm keinen Grund geben, mich anzuscheißen. Miller ist weg. Wohin denn? Hab nicht gefragt. Er hat auch nichts gesagt. Hat die Staatspolizei Ärger gemacht? Sie waren nicht sehr gesprächig, also habe ich sie in Ruhe gelassen. Sehen Sie, ohne meinen guten Rat wären Sie jetzt vielleicht tot, Adam. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also, was zeigt der Scan? Der? Keine Ahnung. Was? Sie sagten, Sie hätten etwas gefunden, etwas Großes. Ich habe nicht gesagt, dass ich weiß, was es ist. Ich sagte, es könnte völlig neue Perspektiven eröffnen. Ich glaube nicht, dass es die Ark war. Ich glaube, was mir die Beweise erzählen. Wir haben hier alle Antworten, die wir brauchen. Von der chemischen Zusammensetzung des Sprengsatzes bis zum Material der Kleidung der Opfer. Ganz sicher. Okay. Und wann werden wir alle sicher sein? Es wird Stunden dauern, alle Daten zu sichern. Und ich treffe später Sonja, um mich für eventuelle Probleme mit der Staatspolizei zu entschuldigen. Und andere Fälle habe ich auch noch, Adam. Ich melde mich, wenn ich was finde. Tun Sie das. Ganz ruhig. Was? Ich bin die Ruhe in Person. Und guck mich nicht so an. Ja, stell das hier nicht in den Weg. Soll ich da jetzt hingehen? Dann mache ich aber erstmal den. Er tut vor allem seine Frau leid. Ich lerne sie kennen, indem ich sie beobachte. Adam, ich bin Delara Ozen. Freut mich, dass Sie zu diesem Gespräch gekommen sind. Und, naja, Sie hören das heute wahrscheinlich von jedem, aber ich muss fragen. Sind Sie okay? Ich habe die Bilder vom Bahnhof gesehen. Dabei gewesen zu sein muss... Darum geht es bei der Sache? Nein, das war Sympathie. Das hier ist ein Standardgespräch, um die Einsatzfähigkeit von Agenten zu bestimmen. Hier, für Sie, aus der Arzneiausgabe. Sie geben mir Neuropozin? Hören Sie, Doc, ich wurde von einem Terroranschlag überrascht. Ich habe vielleicht ein wenig überreagiert, aber das heißt nicht, dass mein Körper meine Augmentierung abstößt. Stimmt, aber traumatische Erfahrungen können wie ein Hornissennest im Immunsystem sein. Patienten mit Neuroprothesen... Würden Sie mir glauben, wenn ich sage, dass mein Körper mechanische Implantate nicht abstößt? Nein, aber ich will in diesem Raum absolute Offenheit, also... Wenn ich Ihnen glauben soll, dass Sie ein medizinisches Wunder sind, dann tue ich das. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich habe Ihre Akte gelesen. Ziemlich interessant. Können wir über einiges aus Ihrer Vergangenheit nochmal reden? Ach du Scheiße. Wird das lange dauern? Hier steht, dass Sie in Detroit bei SWAT waren, aber 26 zur Sicherheitsabteilung von Serif Industries gewechselt haben. David Serif war das Zentrum der Augmentierungsdebatte in Amerika. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Was wäre Ihnen lieber? Nicht jeder ist so vertraut mit der Geschichte der USA, wie Sie Amerikaner das gerne glauben. Woher stammen Sie, Doc? Wir reden über Ihre Akte, vergessen? Es war also David Serif, der Sie nach einem Angriff von Anti-Opti-Extremisten auf das Unternehmen augmentieren ließ? Ich habe es mir nicht ausgesucht, augmentiert zu sein, aber ich bin deswegen noch am Leben. Anti-Opti-Extremisten? Steht das etwa so in meiner Akte? Anti-Opti-Extremisten? Steht das so in meiner Akte? Stimmt es denn nicht? Der Fall wurde nie aufgeklärt und Sie haben nicht nur die Firma angegriffen, sondern auch viele Unschuldige getötet. Anscheinend einschließlich Ihrer Ex-Freundin. Megan ist nicht tot. Sind Sie deshalb zur Taskforce gegangen, Adam, um mit den Ressourcen von Interpol einen ungeklärten Fall zu lösen, der... Die Sache in Detroit ist Vergangenheit, Doc. Megan, meine Augmentierungen, alles. Der Anschlag im Musikerbahnhof nicht. Hier rumzusitzen und alte Geschichten aufzuwärmen, bringt mich den Tätern keinen Schritt näher. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Noch hat sich niemand zu dem Anschlag auf Rusika bekannt, aber das Votum zur Humanrestitution steht an und es ist kein Geheimnis, dass Prag zum Symbol für die legale Unterdrückung von Augmentierten geworden ist.
Uns die Augmented Rights Coalition lagert vor der Hintertür, um alles auffliegen zu lassen und sich zu wehren. Der Großteil der Welt hält sie für Terroristen. Sollte sich herausstellen, dass sie schuldig ist. Sie haben auch Augmentierungen. Wie werde ich mich fühlen? Es geht nicht um Optis, es ging natürliche Delare, es geht um Terrorismus und für mich gibt es keine Entschuldigung für die Moral an Unschuldigen. Den Mord an Unschuldigen, keinen guten Grund. Es gibt keine simplen Antworten, Doc. Wenn es Augmentierte waren, dachten sie vielleicht, es wäre die einzige Lösung oder dass der Terrorismus aufhört, wenn die herrschende Klasse begreift, wofür ihr eigenes. Na, es ist egal, was ich davon halte, Doc. Ich habe einen Job, ich muss weiteres Blut vergießen und das habe ich auch vor. Ich werde die nehmen, die es mir am sympathischsten. Es geht nicht um Optis gegen natürliche Delara. Es geht um Terrorismus. Und für mich gibt es keine Entschuldigung für den Mord an Unschuldigen. Niemals. Und wenn Talos Rucker seinen Leuten den Anschlag befohlen hat... Dann werde ich ihn verhaften. Aber nicht über Schuld oder Unschuld richten. Also, ich halte es für gesichert, dass sie im Vollbesitz ihrer Fähigkeiten sind. Ich sage dem Direktor, dass ich sie offiziell für den operativen Dienst freigebe. Also gut, dann gehe ich jetzt wieder an die Arbeit, Doc. So halbwegs richtig. Hätte ich gar nicht gedacht. Hast du hier noch ein Credit für mich? Adam, freut mich, dass Sie zurückgekommen sind. Ich bin gar nicht zurückgekommen. Ich war noch gar nicht weg. Wie kann ich zurückkommen, wenn ich noch nicht weg war? Diese Frau. Tut vor allem seine Frau leid. Ja. Mir auch. So, was haben wir denn jetzt an kleinen Aufgaben noch? Wartet mal. Hier war das, ne? Nein, hier war das. Vega in der Klinik. Nebenmission. Ich weiß nicht, warum das hier immer noch ist. Hauptmission. Vega in der Klinik treffen. Briefing Room. Ja, die würde ich gerne mal, ne? Und so. IT-Support. Kann ich jetzt hier eigentlich rein? Ich habe die Nummer nicht verlassen. Ich habe ja hier noch lauter so eine komischen Nummern gekriegt. Was schreit die hier rum? Hey Adam. Und hierfür waren die ja auch nicht. Guck da, das kann ich nicht. Das muss ich auch mal irgendwann machen, dass ich denn auch die hacken kann. So, okay, wir gehen jetzt mal hier hin. Doch gerne mal nach Hause. An einem Kontrollpunkt aufgehalten? Ich warte immer noch, um dir die Datei vorzuspielen. Tut mir leid, Alex. Ich komme so schnell wie möglich. Aber bitte, bevor es dunkel wird. Deine Nachbarn sind gruselig. Tut mir leid. Dieser Ort weckt Erinnerungen. Beeil dich. Meine Nachbarn sind gruselig? Ja, vielleicht sollten wir erstmal zu ihr gehen. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Ja. Und die Decke über den Kopf ziehen. Daraus, sagt er. Was, für ein Was ist das hier? Freigeschalten. Unter Beobachtung. Sie müssen sich wegen des Typen keine Sorgen machen. Oh, hier ist nichts Interessantes. Das habe ich gerade beschlossen. Da ist wieder eine alte Zeitung. Credit! Brechowka. Sveli. Was fühlst du da drin? So. Interessant. Da lang. Wenn ich jetzt auf die Karte schaue, wo ich mein... My home is my castle. Was ist das hier? Praha Dovotch. My home is my castle ist da unten. Da. Da ist es. Und da müssen wir auch nochmal wieder hin. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Halt. Ich gehe jetzt erstmal zur Klinik. Und dann... Eines muss man Nathaniel Brown lassen. Obwohl Santo für Optimierung ist, hat das Unternehmen nach... Bekannt als Nordtor, führt durch die Überreste der Befestigung, die Stare Nieste umgab, besser bekannt als Altstadt. Die Mauer selbst wurde im 13. Jahrhundert eingerissen. Zumindest die Teile, die nicht in die umgebende Infrastruktur eingebunden wurden. Prag war schon immer sowohl zukunftsorientiert als auch der Vergangenheit gewogen.
Dieser Platz bietet einen Ausblick auf den Fluss und das andere Ufer, sowie auf eines der bekanntesten Bauwerke in Prag, die Palisades Blade. Kann man alt und neu besser miteinander verschmelzen? Das Gebäude sieht wirklich interessant aus. Ich halte sie für eines der gut. Wie können wir mit denen Deals machen? Ich glaube nicht, dass sie irgendwas versuchen werden. Töten Sie mich nicht. Ich habe Familie. Natürlich sitze ich hier draußen fest. Hier soll ich rein. Gibt's hier noch einen anderen Eingang? Nee, das geht nicht. 4, 4, 6, 4. Achso. Die ist gut geputzt. Was? Du steigst mit den Hunden ins Bett? Ich weiß nicht, ob man das so hört. Ich finde immer, in letzter Zeit mache ich das dann doch ein bisschen zu leise. Damit mich keiner sieht. Hier ist nur ein Karton. Hey, freut mich, dass du es geschafft hast. Gab's Probleme? Miller lässt mir Spielraum, aber nicht viel. Ich habe einen Terroranschlag überlebt. Ich auch. Manchmal hasse ich diese Stadt. Früher waren Menschen wie wir willkommen. Optis wurden umworben, damit sie herziehen. Diese Klinik wurde gebaut, weil Prag in uns die Zukunft gesehen hat. Sieh sie dir jetzt an. Die Zeiten ändern sich, Alex. Das weiß ich, glaub mir. Hab sogar Narben als Beweis. Narben? Wir arbeiten jetzt seit einigen Monaten zusammen und ich weiß so gut wie nichts über dich. Was denn? Muss ich jetzt Geheimnisse verraten? Nur die guten. Wie bist du zum Juggernaut-Kollektiv gekommen? Sie haben mir aus der Klemme geholfen. Vor dem Zwischenfall. Ich habe für Bell Tower VIPs in Panama rumgeflogen und bin dabei auf was Großes gestoßen. Sehr wichtige Leute wollten, dass niemand davon erfährt. Also sollte Bell Tower mich töten. Hat Janice dich gewarnt, dich rausgeholt? Ein Freund von Janus. Jemand aus dem Kollektiv, der auch für Bell Tower gearbeitet hatte. Niemand legt sich mit diesen Leuten an, Adam. Nicht allein. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. So, davon die Narben. Das Kollektiv hätte dich überall hinschicken können, Alex. Das Kollektiv hätte dich überall hinschicken können, Alex. Warum nach Prag? Musst du wirklich fragen? Seit dem Zwischenfall zerstören Paranoia und Rassismus diese Stadt. Die ganze Welt sieht zu, wie Prag mit seinem Opti-Problem umgeht. Mir war nicht klar, dass das gesamte Kollektiv pro Opti ist. Nicht jeder. Aber wir wissen alle, dass unsere wahren Feinde das Chaos brauchen, um zu operieren. Man muss die richtigen Strippen ziehen und Prag hat davon jede Menge. Okay. Du hast gesagt, wir hätten was? Ja, hör dir das an. Eine Vorwarnung wäre nett gewesen. Der Auftrag in Dubai war meine Entscheidung, aber jetzt läuft alles nach Vorschrift. Ziel ist die Ark. Soll ich denen das alles anhängen? Die Anschläge in Prag? Den Einbruch bei Versalife? Und Dubai? Offiziell waren jedes Mal augmentierte Terroristen beteiligt. Ist das klar? Jawohl, Sir. Aber ich will die Berichte, wenn ich das beweisen soll. Die Ark operiert nämlich nicht in Nordamerika. Es geht gegen die Ark, Adam. Sie haben dich in den Hinterhalt in Dubai geschickt und jetzt soll die Augmented Rights Coalition an allem schuld sein. Ich hab dir gesagt, Miller steckt mit drin. Für mich hört es sich an, als ob Miller Befehle befolgt und darüber nicht glücklich ist. Ja, es sieht nicht gut aus. Er hat mich von Dubai abgezogen und auf den Bahnhof angesetzt. Ich glaube, er schickt mich bald nach Golem City. Ah, schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich dem Miller trauen kann. Ich weiß es nicht. Er hat mich nach Dubai, von Dubai abgezogen, das weiß ich gar nicht so genau. Ich hätte ihn ja fragen können, dass ich nach Dubai will. Das ist wieder gemein und ich habe nicht gespeichert. Ja, das ist schwer. Wirklich. Und ich glaube, ich überlasse mir auch noch eine Folgenpause Zeit, um mir das zu überlegen. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge konfrontiere ich mich und euch mit meiner Entscheidung. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss.